Ich sitze auf einen Stuhl und tue so, als ob ich Auto fahre. Nein, ich scheine eher im Theater zu sitzen, hm? Papa? Ich glaube, wir stecken fest. Vielleicht solltest du mich fahren lassen. Du machst es immer falsch. Das war ein einziges Mal. Wann lässt du davon ab? Weißt du noch, wie wir zusammen ein Auto gebastelt haben? Das sind einige meiner Lieblingserinnerungen. Und das sind die Erinnerungen bei Life is Strange, Before the Storm. Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen bei einer weiteren Folge. Ich habe heute mir vorgenommen, gleich zwei Folgen hintereinander aufzunehmen, weil es ja diesmal nur halbe Stunde Folgen sind, ne? Weil ich habe ja letztes Mal und vorletztes Mal total überzogen. Und deswegen will ich ernsthaft mich zusammenreißen und vollem Ernstes wirklich nur eine 30-Minuten-Folge machen. So, aber ich habe mir das ja jetzt schon öfters vorgenommen. Ja. Es ist schwierig. Das Spiel ist ja auch gut. Deswegen dachte ich mir, ich mache gleich zwei Folgen hintereinander. Dann werde ich zumindest bei der ersten Folge es kürzer machen, weil ich denke, ich nehme ja danach gleich weiter auf. Ja? So ein bisschen sich selber reinlegen, sozusagen. Ich hoffe, das hilft. Auf jeden Fall. Ja, hier sind wir wieder. Ich habe den Anfang jetzt einfach, weil ich dachte so, mal gucken, was da kommt. Einfach mal meinen Mund gehalten, aber es kam ja nichts. Und deswegen nochmal willkommen zu Life is Strange Before the Storm. Mein Name ist Ronnie alias The Knight. Jetzt habe ich meinen Namen schon wieder. Warum hänge ich eigentlich immer genau an der Stelle? Ich brauche mehr Übung. Ich muss mehr aufnehmen. Falls ihr gerade überlegt, was das im Hintergrund ist, ja, also das ist ein Spiel. Wir spielen auch manchmal sowas wie Brettspiele, also von daher nicht wundern. Aber ich weiß gar nicht, ob es auf der Aufnahme draufkommt. Ich glaube, es steht zu weit weg. Was soll ich dazu noch sagen? Okay, so, wir sind zurück im Spiel. Deine Erinnerung oder meine Erinnerung? Das ist immer blöd, wenn man das unterbricht, ne? Was soll ich dazu sagen? Sag mal, oder meine Erinnerung? Meinst du nicht meine Erinnerung? Ich denke nicht, dass man sich nach dem Tod erinnert. Der Punkt geht an dich. Okay, du gewinnst. Warum wirst du nicht einen Blick darauf? Sicher? Okay, das ist jetzt ein bisschen sehr surreal, dass er auch die Tür öffnet. Und er den Arm aus der Tür raushängen lässt, also aus dem Fenster. Und die Motorhaube müsste eigentlich weiter vorne sein, ne? What's wrong? Was ist los? Siehst Don't du nichts? You see anything? Eigentlich müsste man ja realistischerweise jetzt sagen, oh, da ist es. Fine. Okay, es ist die Zündkerze. Spark plug. No, nein, die ist es nicht. Die wurde gerade erst ersetzt. Geht es bei der Improvisation nicht um ja und? Yes and. Ja und was? Dad, Papa, hör auf. Nichts ist hier ist echt. Du bist nicht echt, Rachels Familie ist nicht echt, das alles. Es ist alles bloß Theater. Well, nun, du weißt, was William Shakespeare sagte. Die Welt ist eine Bühne, ne? Etwas davon, dass die Welt eine Bühne ist und man genauso gut um sein Leben schauspielern kann. The fuck out of it. Genau das. Aber ich will keine Schauspielerin sein, nur ich selbst.
I just want to be myself. Give me a break. Mach mal halblang. Vielleicht gibt es einen Grund, warum wir so tun. Vielleicht sind die Lügen, die wir einander erzählen, weniger schlimm als die Wahrheit, die wir verstecken. Wow, ganz schön düster, Papa. Von wem sollst du es sonst noch bekommen? Oh, da ist mein Stichwort. Papa? Entspann dich, mein Schatz. Das ist alles nur vorgetäuscht, oder? Genau. Nur etwas Bühnenmagie. Flutlichter, Soundeffekte. Chloe, sieh mich an. Sieh mich an, Schatz. Alles wird gut werden. Wow. Das brauche ich nicht zu schreien. Wow. Ich glaube, jetzt haben sie es etwas übertrieben. Tja. Also, da steckt ja viel Wahrheit dahinter, ne? Von wegen die Lügen, die wir erzählen, weil die Lüge manchmal besser ist als die Wahrheit, ne? Also, manchmal muss man lügen, um die Leute zu schonen. Weil die Wahrheit einem viel schmerzhafter ist. Solche Situationen gibt es ja oft. Und die Naivität der Jugend. Was zum Teufel hat jemand in hat jemand mein Zimmer durchsucht? Ja. Sieht nicht nach Mama aus. Sie hätte nicht so ein Chaos hinterlassen. Wartet, David. Dieser. Sie sagt eigentlich Mutterficker. Und nicht Wichser. Egal. Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss Rachel helfen. Das stimmt. Das ist ja wohl wichtiger. Okay, Sarah. Es kam aus Franks Wohnwagen. Er weiß vielleicht, wie man sie finden kann. Er ist vielleicht auch mega angepasst wegen Damons Geld. Ich muss es genau richtig anstellen. Ich kann das. So, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Price? Wow, Frank. Bisschen ungeduldig. Wo ist das Geld? Also, ich muss ja jetzt erstmal, ne, also auf die Lügen, ne, die wir erzählen, um andere zu schonen. Ne, also die gibt es ja immer wieder. Ne? Da gibt es den Mann, der erzählt, dass er seine Arbeit nicht verloren hat, nur damit sich die Frau keine Sorgen macht. Da gibt es die Frau, die nicht erzählt, dass sie beispielsweise schwanger ist, nur damit er keine Panik bekommt, weil er ja nicht genug in den Job, den er jetzt gerade hat, verdient. Ne? Also es gibt ja genug Gelegenheiten, warum man lügt, um zu schonen, obwohl eine Lüge ja immer was Negatives ist. Weil die Wahrheit ist manchmal einfach tausendmal einfacher. Aber es gibt einfach solche Situationen, wo es halt die bessere Lösung fürs Erste ist. Und ich denke, ihr alle kennt solche Situationen. Aber das Wichtige ist, glaube ich, und das trifft auf fast allem zu, es ist wirklich nur eine Lüge fürs Erste, die richtig ist. Ja? Und die dann schont. Aber irgendwann muss man nun mal die Wahrheit sagen. Und manchmal ist es, wenn man voll gelogen hat, tausendmal schwieriger, die Wahrheit zu sagen, als wenn man direkt die Wahrheit sagt. So, aber wir kommen jetzt zu dem Thema hier. Also das verstehe ich nicht ganz. Also wir haben das Geld doch noch. So. Wir können das Geld doch noch immer zurückgeben. So, der Dialog, der war jetzt eben so ein bisschen darauf gemünzt, dass wir das Geld nicht mehr haben. Also entweder ist es ein Bug oder die haben sich hier einfach eine Variante gespart. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Beantworte mir erst eine Frage. Ich hab's im Griff. Also beantworte mir erst eine Frage, finde ich fehl am Platz. Also ich bin der Meinung, wir sollten ihm das Geld zurückbringen, Finderlohn einkassieren und dann ihm die Frage stellen. Weil dann ist er auch gut drauf. Also ich hab's im Griff. Jeez, Himmel, entspann dich. Ich hab's bei mir, okay? Ich komme vorbei, um es abzuholen. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich muss die Frau von gestern finden. Sarah.
Frank? Frank? Wofür zum Teufel? Etwas Wichtiges. Kannst du mir helfen? Can you help? Ich denke, wenn wir sagen, es würde mir sehr viel bedeuten, hilft er eher, als wenn ich sage, ich helfe einer Freundin. Das ist mein Gefühl. Ich würde es wirklich zu schätzen wissen. Denk daran, ich bin deine Lieblingskundin. Ich treffe dich in 2 Stunden auf dem Schrottplatz und bring mir das verfluchte Geld. Super, danke Mann, du bist ein echter... Oh, das lief gut, denke ich. Was so ein bisschen widersprüchlich ist, auf was lasse ich mich hier ein? Ja, das ist halt wirklich die Frage. Was so ein bisschen widersprüchlich ist, definitiv. Wieso? Okay, ich habe 2 Stunden Freizeit. Duschen wäre der Hammer. Aber dann würde doch jeder merken, dass wir zu Hause sind. Muss man jetzt verstehen. Also, de facto ist, jetzt habe ich den Faden verloren. Scheiße. Also, Fakt ist, dass wir das Geld zurückgeben müssen, ne? Weil sonst kriegen wir ja Ärger. So. Und de facto ist, dass Frank uns geschickt hat, das Geld zu besorgen. Und es scheint ja so zu sein, dass das Geld eigentlich für den, für diesen Typen, der diesen, ne, Mitschüler verprügelt hat, ist. Wenn der Typ doch weiß, dass wir auf dem Weg sind, das Geld zu besorgen, warum ist er auch da in dem College, in dem Heim des Colleges? Das macht keinen wirklichen Sinn. Ne? Also, spielt da Frank ein doppeltes Spiel? Fragezeichen. So, also gucken wir uns um. Zeugnis hatten wir schon gesehen, das brauchen wir nicht nochmal. Klassenfoto, also ich glaube, das ist, hatten wir noch nicht. Gestern nicht mehr aktuell. Jemand sollte das Foto aktualisieren. Da können wir jetzt wirklich ein Graffiti drauf machen. Und was soll die Aufnahme zeigen? Brennend. Oh nee, das ist doppeldeutig. Wir machen Ausbrennen. Go to another universe. Lustig. Die plötzlich mysteriöse Abwesenheit von Chloe Price. Ja, das ist doch okay so. Globus braucht man nicht. Das Foto, glaube ich, so viel hat sich verändert. Ob du mich jetzt noch erkennen würdest? Hat mir den Globus? Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Aha. Vergessen, dass ich den habe. Damit habe ich nicht mehr gespielt seit jemals. Ich wusste gar nicht, dass man mit dem Globus spielt. Ich meine, es gibt ja so einen von Tiptoy. Kalifornien, wie? Wäre cool zu sehen, wo Rachel aufgewachsen ist. Was ich wohl über Rachels Mutter herausfinden kann. Ja, versuchen wir es mal. Lesen. Sarah Gerhardt. Ein Ergebnis, 0,27 Sekunden. Winchester High School verleiht Sarah Gerhardt den Fischerpreis. https longbeachoracle.com/local/268472/fisherawards Sarah Gerhardt. 16. März 1981. Jedes Jahr vergibt die Winchester High School den Fischerpreis, der nach dem berühmten Forscher Robert Fischer benannt wurde. Einen Schüler, der sich, das war schon, nochmal suchen. Was? Hat
Entschuldigung, an Chloe Price. Betreff: Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Und das Foto zu, um das Foto zu sehen, klicke auf den folgenden Link. Das funktioniert natürlich nicht. http://notface.strange/kj3xk9:latest comment. Come on. Nein, kann man nicht. Nice to see my work is appreciated. Schön zu sehen, dass mein Werk geschätzt wird. Victoria, nur falls ihr noch mehr Beweise brauchtet, dass Blackwell ohne Chloe Price besser dran ist. Armand, deshalb brauchen Mädchen also immer ewig auf dem Klo. Trevor, Respekt. Taylor, Work. Niemand hat dich gefragt, Trevor. Steve, Burn, Work. Alyssa, wow, Chloe. Das war stilvoll. Boah, das mit dem Vogel fand ich auch wirklich gar nicht mal so schlecht. Rachel ist echt in allem, was sie tut, gut. Rezession Blackwell, Auber, Shakespeare und Sturm von Daniel Balch. Letzte Nacht erwartete der Sturm auf der Außenbühne der Blackwell Academy zu neuem Leben. Die einzigartige und mutige Regie von Travis Keaton verleiht dem Stück eine aktuelle Atmosphäre, die den übertriebenen klassischen Werken üblicherweise fehlt. Die junge Rachel Amber war überragend in der Hauptrolle und beherrschte die Bühne so wie Prospera die unbekannten Mächte beherrscht. Nathan Prescott als Caliban verdient eine besondere Erwähnung. Er brachte die mächtige Spannung einer Sprungfeder auf die Bühne und selbst in der hintersten Reihe war Mr. Prescott's Wut aus seinem Versklaver spürbar. Eine ungewöhnliche und bewundernswerte Leistung für so einen jungen Schauspieler. So ein Idiot. Doch der wahre Star des Abends in der Rolle von Ariel war Neuling Chloe Price, deren Chemie mit Mrs. Ambers Prospera selbst die Chemie zwischen Miranda und Ferdinand übertraf. Mrs. Price erforschte Ariels Kampf zwischen Loyalität und Freiheit in einer wahrlich authentischen Darbietung. Tatsächlich ist es eine exzellente Überarbeitung des Originalstücks, wenn Prospera Ariel die Freiheit verweigert. Nie habe ich eine glaubhaftere Darstellung von Überraschung gesehen, als Mrs. Price authentisch Verwunderung. 5 Sterne. Naja, es war ja auch authentische Verwunderung. Wow. Wow, Skip ist in einer Band. Word. Wieso übertreibe ich es? Wann man aufhören sollte. Ein Interview mit Skip Matthews, den Sänger von Pissette. Arcadia Bay Online News. Ein charmantes, selbstgemachtes Musikvideo für euren Song Nothing Wrong landete gestern im Internet. Es erreichte in den letzten 12 Stunden über 200.000 Aufrufe. Skip Matthews. Ja, wir waren genauso überrascht wie alle anderen. AB Online. Wie erklärt ihr die plötzliche Erscheinung eures ersten Musikvideos? SM? Ich brauchte wirklich eine Veränderung. Ich hatte einen Vollzeitjob, den ich hasste und hatte endlich den Mut zu kündigen. Es war so befreiend und ich dachte einfach, dass ich dieses Gefühl für etwas Neues nutzen sollte. Naja, haben wir doch was Gutes getan, unbeabsichtigt. Schön. Freut mich. Loch ansehen? Ob das das Universum ist, in dem Papa lebt und Rachel 3 glückliche Elternteile hat? Ich glaube, dieses Universum gibt es nicht. Das ist naiv. Ich muss gerade mal einen Schluck echter deutscher Saft trinken. Und dies ist ja das einzigste Let's Play, in dem echter deutscher Saft getrunken wird. So. Oh, die haben wir auch nicht gesehen. Papas Lieblingsjacke, die nehme ich absolut mit, wenn Rachel und ich mal abhauen. Oh, Pflanze, die Arme. Habe ich die je gegossen? Ich glaube nicht, sollte man tun. Besser als nichts. Irgendwie will ich nicht wirklich wissen, was in der Dose ist. Ob man eine Pflanze mit Cola gießen kann? Ich weiß es nicht. Weiß das einer von euch? Schreibt's. Sorry, tut mir leid, Skateboard. Ich muss jetzt ein wichtiges Gefährt reparieren. If
Falls Rachel und ich heute abhauen würden, gäbe es hier nichts, das es sich lohnt mitzunehmen. Hm? Normal wäscht Mama mein Zeug, wenn sie es satt hat, dass ich es nicht tue. Vielleicht hat sie mir diesmal geglaubt, als ich nie wiederkomme. Ich glaube eher, dass wahrscheinlich der Stiefvater in Spe, nennen wir ihn jetzt mal ganz brutal, da negativen Einfluss hat. Ich glaube immer noch nicht, dass David mein Zeug gespült hat. Ich hoffe, sie hat kein Dope in ihrem Zimmer gehabt. So, aber sie sagt ja eben irgendwas von Duschen. Geh mal duschen. Ich habe nur das dumme Gefühl, dass uns die Mutter über den Weg läuft. Hört mal Musik. Aha. Ach, ich habe gerade vergessen. Wir gehen nochmal zurück. Einfach nur, damit es stiller ist, weil ich muss ja das Handy lesen und das Tagebuch wahrscheinlich auch. Max, wenn man mal darüber nachdenkt, ist es unglaublich, dass irgendwer irgendwem mit irgendwas vertraut. Zum Beispiel die Sterne. Wir lernen so viel über sie in der Schule, doch niemand erzählt uns den wichtigsten Fakt über sie. Einige davon sind tot. Und da vertraut Rachel mir mit der wichtigsten Sache ihrer Welt, ihre richtige Mutter zu finden. Sie bat mich nicht sofort darum. Anfangs wollte sie nicht mal reden. Es war wie auf dem Schrottplatz vor ein paar Tagen, aber diesmal drehte ich nicht durch. Ich ließ ihr Freiraum. Hier ist etwas, das du nie gelernt hast, Max. Wenn jemand, an dem dir etwas liegt, leidet, tust du alles in deiner Macht Stehende, um für sie da zu sein. Auch wenn das heißt, die Sterne in ihrem Zimmer erstrahlen zu lassen. Damit schaffte ich es, dass Rachel sich öffnete und mich bat, ihre Mutter zu finden. Ich sagte ihr, ich denke, dass ich es schaffe. Falls ich Frank erreiche und den Truck zum Laufen bringe, haben wir eine Chance. Chloe, Beschwörerin der Sterne. Before you can see the light, you have to deal with the darkness. Absolut richtiger Spruch. Also bevor man das Helle sieht, das Gute sieht, muss man erstmal mit dem Dunklen umgehen. Mit der dunklen Seite der Macht. Entschuldigung, ich kam jetzt gerade nicht drum rum. Toya schreibt natürlich wieder, klar, wahrscheinlich irgendwas Gemeines. Das ist erst der Anfang, Miststück. Also hatte ich von Anfang an recht. Rachel Amber ist ein bösartiges Miststück. Oh ja, das ist sie absolut. Du hältst dich jetzt wohl für ihren Kumpel? Yep. Ich habe diese Schule so satt. Niemand hat sich gestern einen Scheiß für mich interessiert. Alles drehte sich um Rachel, Rachel, Rachel. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Denn jetzt bist du allein und bereust es, dass du so ein Miststück zu mir warst. Work. Das ist nicht wahr. Wie kannst du es wagen? Na? Danke, dass du gestern Abend für mich da warst. Mir geht es viel besser. Warte mal. Ich bin eine gute Küsserin. Na klar. Wir treffen uns in 2 Stunden mit Frank auf dem Schrottplatz. Ich denke, er kann uns mit Sarah zusammenbringen. Heilige Scheiße. Yep, ich bin noch zu Hause. Duschen und Werkzeuge für den Truck einsammeln. Also treffen wir uns am Schrottplatz? Ich werde dort sein. Du bist unglaublich, Chloe Price. So. So, und nochmal raus. Ob die Musik wohl immer noch läuft und ob sie noch immer so schlecht war wie beim ersten Mal? Nein, ich habe gar nicht mit Jazz. Ist hier rauszukommen noch Teil meiner Zukunft oder ist das Bild das Beste, was je drin sein wird? Und so oder so lohnt es sich, den Truck vom Schrottplatz zu reparieren. Auf jeden Fall. Ob man abhaut oder nicht, man hat zumindest eine Fahrbahn untersetzt. Eines Tages werde ich mir das ansehen und denken, ah, mein altes Zuhause. Und ich scheiß auf dieses Drecksroll. Loch. Shithole. Scheißloch eigentlich, ne? Fuck is that shithole.
Okay, ich glaube, er ist eingezogen. Würde ich mal da messerscharf rausschließen. I wonder who gave this to Wer das Momo wohl gegeben hat. Putting your foot down. A guide to reining in your unruly team. Aha. Von Dr. Bill. Also ein Machtwortsprecher. Eine Anleitung zur Zähmung des rebellischen Teenagers. Von Dr. Bill. Oh, ich glaube, das Buch muss ich mir aufholen. Ja, mein Ernst. So. Wenn ich das Foto aufstelle, versteckt Mama es einfach in einer anderen Schublade. Was zum Teufel? Ja, wie gesagt, es wird, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es wird einfach zu sehr wehtun. Es braucht. Wir können uns schon denken, was darin ist. Irgendwie eine 9mm oder sowas. Ich kann nie nicht anfassen. Noch mehr Kondome. Ich erinnere mich daran. Mama liebte es. Moment. Ist heute Muttertag? Scheiße. Es ist wissenschaftlich bewiesen, du bist offiziell die beste Mutter der Welt. Alles Gute zum Muttertag. Liebe Chloe, diese Karte kann für ein kostenloses Frühstück im Bett eingetauscht werden. Ich liebe dich, William. 8. Mai 2005. Das ist wohl nie zustande gekommen. Oh, ich kann das Mama noch mit nochmal zum Muttertag schenken. Nein, können wir nicht. Ich kann ja eine Zeichnung machen, mal ehrlich. Shit. Scheiße, David zieht wirklich ein. Ja, wir aus, würde ich doch mal so sagen. Klar, ne? Ex-Militär, immer diese komischen Taschen, ganz typisch. Das ist die Quittung, die wir schon kennen, aber wir gucken nochmal. Nie im Leben. Mama hat den Ring echt für $300 verkauft. Ich glaube, das können wir uns sparen, das ist schmerzhaft genug. Weil nicht so sehr kompensiert für etwas schreit wie ein Kahlgerber Sportwagen. Also ein Sportwagen kompensiert normalerweise, dass man eben halt unsportlich ist, faul und total, ja, das Gegenteil davon. Ne? Also wäre es jetzt ein SUV gewesen, ne? Was wohl ein SUV bei einem Mann kompensiert, ja, das brauche ich ja wohl jetzt nicht tiefer auf einzugehen. Ich fahre kein SUV. Sportwagen sind richtig gut für Hot Rod Flammen. Natürlich. Flammen. Eine Menge Flammen. Naja. Errungenschaft freigeschaltet. Monatliches Meisterwerk. Naja. Da hätte ich jetzt mehr erwartet. Badezimmer. Ist das Davids Handtuch? Wo zum Teufel ist meins? Where the hell is mine? Lass mich raten, in der Wäsche. Okay, mein Handtuch ist hier irgendwo. Ich sollte ruhig danach suchen. Ich weiß nicht mal, was da drin ist. Dann sollten wir es rausfinden. Noch mehr Kondome. Super. Ach. Unglaublich, wie sehr Max und ich als Kinder auf diesem Scheiß standen. Moment mal. Captain Blaubarts Haarfärbemittel. Max wollte mich zu einem Braten machen. Doch wir kamen nie dazu. Haarglanzlichter. Bombig blau. Austauschbare Haarfarbe. Da ist auf jeden Fall das Handtuch, das haben wir ja. Ich bin bereit für das beste Duschen meines Lebens. Heißwasser, lass mich nicht hängen. Das haben wir bemerkenswert schnell jetzt gefunden. Ich hasse es echt, so viel von Davids Scheiß hier zu sehen. Und das kann ich sowas von nachvollziehen. Das hätte mich auch in der gleichen Situation
umgedreht, ne? Bei mir war es ja die Mutter. Ziemlich abgefuckt. Gott sei Dank hatte ich es nicht. Gross. Eklig. Muskelmann-Pomade. Styling-Pomade mit extra starkem Halt. Lecker. So, dann gehen wir duschen. Mehr gibt's ja hier nicht. Ich halte schon mal die Hand vom Monitor. Ich will das gar nicht sehen. Schon wieder eine Urheberrechtsverletzung. Ich weiß es jetzt schon. Dazu kann ich aber jetzt nicht gut singen, zugegebenermaßen. Und jetzt wird Cluedo gespielt. Ich hoffe, man hört es im Hintergrund nicht. Ah, cool. Das ist eine gute Idee. Das ist gut. Und wir speichern. Und wir haben 31 Minuten 42. Ich brauche neue Kleidung. Williams Closes. Klamotten von ihrem Vater. Was werde ich an diesem verrückten Tag fragen? Wir werden es heute nicht mehr erfahren, wir werden es erfahren in 2 Tagen. Weil dieses Jahr, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Verkehrtes sage, dieses Jahr die Dienstagsfolge und ihr werdet Donnerstag jetzt den Rest sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich sage, bis Donnerstag. Tschüss.